Hallo und willkommen zu einem neuen Video von Golden Body Personal Training. Das heutige Videothema gilt dem Cheat Day. Ich wurde von jemandem angefragt, ob ich ein Video darüber machen würde und möchte euch meine Meinung heute präsentieren. Als erstes möchte ich sagen, dass ich selbst keine Cheat Days mache. Ich habe das schon mal ausprobiert, jedoch nicht im Sinne, dass ich eine Woche lang mich abgehungert habe und dann am Wochenende voll reingefressen habe, sondern ich habe einfach unter der Woche ein bisschen geschaut und am Wochenende vielleicht mir etwas gegönnt. Das war aber eher in meiner extremeren Phase, wenn ich das so nennen kann. Ich mache es heute aber nicht mehr und möchte euch auch sagen, warum und warum es für mich auch nicht sinnvoll ist. Der erste Grund ist, ich verstehe es nicht ganz, warum man sich teilweise 5 bis 6 Tage abhungert, um sich dann einen Cheat Day zu leisten. Meistens sind es ja die 6 Tage und dann ein Tag. Teilweise gibt es sogar Leute, die hungern fast 30 Tage, um sich dann einen Cheat Day zu leisten. Ich bin der Meinung, wenn die Kalorienbilanz stimmt, dann braucht es keinen Cheat Day. Lieber gönne ich mir etwas. Das heißt, wenn ich zum Beispiel einen Kuchen möchte nach dem Mittagessen oder nach dem Nachtessen als Dessert, dann gönne ich mir den. Weil ich habe auch schon Videos gesehen von sogenannten YouTube-Stars, die dann ihre Cheat Days filmen, und das finde ich echt schon fast unmenschlich. Wenn die 3 Kübel Ben & Jerry's in sich hereinfuttern und noch 3 Packungen Kekse mit einer Tafel Schokolade und 3 Pizzen, finde ich fast ein wenig pervers. Ich bin der Meinung, dass man das alles auf verschiedene Tage verteilen kann, weil schlussendlich, wenn ihr euch vorstellt, wir haben 6 Tage, wo das die Kalorienbilanz sehr tief ist, und dann einen Cheat Day, der eigentlich alles wieder zunichte macht. Warum fährt man mit der Kalorienbilanz nicht ein wenig höher und zieht diese durch und kann dann auch etwas genießen? Ich behaupte einfach, dass bei diesen Cheat Days der Genuss nicht mehr eine große Rolle spielt. Also lieber gönne ich mir etwas am Tag, etwas Kleineres, anstatt dass ich das alles auf einen Tag verteile und dann richtig in mich hereinfresse. Als zweites möchte ich sagen, dass meistens diese Lust auf diese Cheat Days, also eigentlich bei diesen Cheat Days hat ja niemand Lust auf eine Portion Reis mit Hühnchen oder etwas Gesundes, da geht es wirklich darum, ungesunde Speisen zu sich zu nehmen. Diese Lust entsteht meistens durch einen Nährstoffmangel, durch eine Unterversorgung irgendwo. Ansonsten hätte unser Körper schon gar keine Lust auf diese Nahrungsmittel. Gleichzeitig muss man sich ja noch fragen, möchte ich meinem Körper das wirklich antun? Möchte ich ihm so eine große Belastung eigentlich antun und all diese ungesunden Nahrungsmittel essen? Ich denke, es wäre vielleicht auch besser, wenn man ihm etwas Gesundes gibt, grundsätzlich. Und auch vielleicht gesund cheatet, so wie man es ja heute nennt. Ich finde eigentlich nur schon den Ausdruck cheaten bedeutet im Deutschen ja betrügen. Und ich finde das schon ein wenig krass, wenn man sagt, dass jemand, der ein Stück Schokolade zu sich nimmt, gleich seine Ernährungsphilosophie betrügt oder was auch immer. Für mich hat das etwas mit Genuss zu tun. Und deshalb ist das auch nicht schlimm. Häufig gebe ich meinen Kunden einen Tipp, damit sie sich ein bisschen besser fühlen oder auch mit der Kalorienbilanz besser zurechtkommen, gerade wenn jemand vielleicht ein Defizit fährt, dass sie, wenn sie wissen, dass sie zum Beispiel eingeladen sind oder sie gehen in eine Pizzeria und möchten wirklich gerne eine Pizza essen oder es ist sonst irgendein Anlass, dann sollen sie doch bitte irgendwo anders sparen. Das heißt, wenn ihr wisst, ihr seid am Abend eingeladen, es werden wahrscheinlich ein bisschen mehr Kalorien aufgenommen, dann schaut beim Mittagessen, spart dort vielleicht ein wenig ein, isst einen Salat, isst eine Suppe, etwas, was vielleicht nicht so viele Kalorien hat, dann könnt ihr das wieder begleichen. Da müsst ihr kein schlechtes Gewissen haben. Im Endeffekt denke ich, es ist jedem selbst überlassen. Für mich persönlich stimmt es nicht, einen Cheat Day einzulegen, aber wie gesagt, leben und leben lassen. Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig helfen und wünsche euch alles Gute. Tschüss!